Hallo zusammen. Bei Zahlenspiele soll es heute mal um ein Thema gehen, was ihr selbst unter meinem letzten Video vorgeschlagen habt. Und zwar schauen wir uns heute näher an die DSA-Begabung. Als erstes nochmal eine kurze Erinnerung, was tut die Begabung eigentlich? Wenn man eine Begabung auf eine Fertigkeit hat, heißt das, man darf einen der Würfel wiederholen und das bessere Ergebnis nehmen, allerdings nur, falls man keinen Patzer gewürfelt hat. Das Ganze habe ich einfach in Excel simuliert, das heißt, wir finden hier wieder in den ersten drei Spalten unsere eigentliche Fähigkeitsprobe, erster Wurf, zweiter Wurf, dritter Wurf, hier oben unsere drei Eigenschaften mit einem entsprechenden Fähigkeitswert oder Talentwert. Ich rechne dann auch einmal kurz aus, wie viele Talentpunkte hätte ich übrig. Das ist bei einem Patzer relativ einfach, minus 1. Welche Qualitätsstufe? Da habe ich mir jetzt einfach minus 1 als Marker für genommen, dass es nicht geschafft wurde. Und dann hier, ob es überhaupt geschafft wurde, ja oder nein. Ich werfe dann einen vierten Würfel für die Begabung und dann gucke ich nach, will ich jetzt diese Begabung einsetzen oder nicht. Hier will ich zwar, hier darf ich aber nicht, denn es ist ein Patzer, aber beispielsweise hier bei diesem Wurf 14, 15, 4 möchte ich gerne meine Begabung einsetzen und den zweiten Würfel neu werfen, denn der ist am weitesten vom Eigenschaftswert entfernt. Das heißt, ich setze die 5 dafür ein und habe dann statt 14, 15, 4, 14, 5, 4 und damit viel besseren Talentwerte, viel bessere Qualitätsstufe. Und in diesem Fall hätte ich die Probe so oder so geschafft, so habe ich sie aber besonders gut geschafft. Wir sehen auch schon im Schnitt jetzt für alle Eigenschaften auf 13, Talentwert auf 10, kommen wir damit von 93% Chance zu schaffen auf 98% und von im Schnitt einer Qualitätsstufe von 2,6 auf immerhin 3,3. Hier rechts habe ich das Ganze jetzt nochmal ausführlicher aufgeführt, je nachdem, welche Talentwerte man hat und welche Eigenschaftswerte. Es wurde wieder angenommen, dass alle Eigenschaften dann gleich sind, also beispielsweise 6, 6, 6 mit einem Talentwert von 10. Da hätte man jetzt eine Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn man eine Begabung besitzt, von 55%. Als nächstes schaue ich mir an, wie das im Vergleich dazu aussieht, wenn man keine Begabung hat. Die Zahlen, die hier stehen, geben die Talentpunkte an, die man mehr haben müsste, um die gleiche Erfolgswahrscheinlichkeit zu erreichen. Das heißt, wenn ich einen Eigenschaftswert von im Schnitt 10 habe und einen Talentwert von, sagen wir mal, 7, dann habe ich mit einer Begabung die gleichen Chancen, als hätte ich den Eigenschaftswert 10 und einen Talentwert von 4 plus 7 sind 11, aber dann entsprechend ohne Begabung. Also ist mir für mich die Begabung an dieser Stelle so viel wert wie 4 Talentpunkte. Das Erste, was auffällt, ist, die Zahlen werden hier rechts nach rechts hin kleiner. Das ist auch ein leichtes Artefakt drin, deswegen ich hier den rechten Teil ausgeweist habe. Denn wenn man in die Erfolgswahrscheinlichkeiten um die 99,99% reinkommt und dann nur noch durch Patzer das Ganze misslingen kann, bei dem man sowieso keine Begabung mehr einsetzen kann, dann habe ich hier auch einfach ein paar Zufallsartefakte dadurch, dass ich eben zufällig würfle und nicht alle möglichen Ergebnisse durchgehe, sondern nur, ich glaube, es waren 2000 der möglichen Ergebnisse. Aber der entscheidende Bereich, das ist eigentlich sowieso der weiter links, bei dem man die Probe eben nicht immer schafft. Und was man sofort sieht, ist, die Talentwerte, die haben einen kleinen Einfluss, aber vor allem auch die Eigenschaftswerte. Also wenn ich einen sehr, sehr schlechten Eigenschaftswert habe, aber sehr viel Talentwerte, sehr hohen Talentwert, dann kann ich umso mehr mit der Begabung anfangen, weil es mir einfach hilft, das Ganze auszugleichen und den einen schlechten Eigenschaftswurf nochmal neu zu würfeln. Wenn ich einen niedrigen Talentwert habe und hohe Eigenschaftswerte, dann bringt es mir nicht so viel. Denn ob ich auf die 18, wenn ich auf die 18 würfle zum Beispiel, ob ich dann eine 19 habe und nochmal neu würfeln darf, das ist eher unwahrscheinlich. Insgesamt sehen wir aber auch, wenn wir jetzt mal realistischere Werte für die Eigenschaften anschauen, nämlich eher im Bereich von im Schnitt 10, 11, so als Minimum, dann sehen wir, kommen wir hier maximal auf einen Wert von 5 zusätzlichen Talentpunkten. Schauen wir nochmal in die Kosten rein. Die Kosten für eine Begabung sind das Sechsfache des Kosten eines Talentpunkts. Das heißt, die Begabung lohnt sich erst dann, wenn ich auch wirklich in den hohen Bereichen bin, in denen die Talentpunkte deutlich mehr kosten als am Anfang. Also die Begabung am Anfang zu kaufen, ist vor allem eine Wette darauf, dass man den Talentwert später erhöht. Jetzt sind wir bei den hohen Talentwerten aber auch nicht mehr so sehr an der Erfolgswahrscheinlichkeit interessiert. Also wir sehen, wir sind hier mit den Begabungen bei 99%. Wir sind auch ohne Begabung im ähnlichen Bereich. Deswegen schauen wir als nächstes mal auf die Qualitätsstufen an. Die Qualitätsstufen, die wir erreichen bei einem Talentwert von 0 bis 13, wenn wir Erfolg haben, sind immer 1. Deswegen ist dieser Teil vollkommen uninteressant. Also wir können nicht mehr als Qualitätsstufe 1 erreichen. Wir betrachten nur Fälle, in denen die Probe auch wirklich erfolgreich war. Damit steht da logischerweise immer eine 1. Spannender wird es bei höheren Talentwerten. Hier habe ich rechts wieder das gleiche gemacht wie oben. Und zwar habe ich gesagt, was passiert, wenn ich
meine Eigenschaftswerte und Talentwerte sozusagen auf einen bestimmten Wert habe und habe eine Begabung und habe im Vergleich die gleichen Eigenschaftswerte und keine Begabung, welchen Talentwert brauche ich dann? Das Ganze ist ein bisschen korrigiert hier, weil wir bei den Qualitätsstufen einfach das Problem haben, dass ich mit einem Fähigkeitswert von 7, 8 oder 9 jeweils auf maximal die gleiche Qualitätsstufe kommen kann, nämlich auf die Qualitätsstufe 3 und erst bei 10 wirklich auf die Qualitätsstufe 4 kommen kann. Deswegen muss man diese Zahlen mit so ein bisschen, so als grobe Richtlinie nehmen, aber es könnte auch plus minus 1 jeweils sein. Das ist jetzt mehr eine zur Orientierung gedacht. Das Erste, was wir sehen wieder, es trifft vor allem niedrige Eigenschaften. Wenn ich hier bei den hohen Eigenschaften ankomme, wenn ich im Schnitt eine 13 habe, dann ist die Begabung wieder nicht ganz egal. Also es ist ja auch, hier steht zwar 0, aber es ist natürlich gerundet, das ist ein bisschen drüber. Man hat schon auch Vorteile durch die Begabung, aber es bringt nicht mehr ganz so viel. Während ich bei niedrigen Eigenschaftswerten tatsächlich deutliche Vorteile gegenüber anderen Talentwerten habe. Das heißt aber konkret, wir haben hier oben zwar gesehen, dass wir unsere Erfolgschancen deutlich erhöhen können, die tatsächlichen Qualitätsstufen, die wir erhalten, können wir aber nicht so stark beeinflussen. Da haben wir nur einen leichten Einfluss drauf und dadurch muss ich sagen, ist die Begabung auch aus einer reinen Optimierungssicht nicht mehr ganz so nützlich, wie man vielleicht am Anfang denkt. Das fühlt sich vor allem gut an, aber praktisch gesehen ist man eigentlich immer besser dran, wenn man stattdessen einfach die Punkte investiert in die entsprechenden Fähigkeiten. Denn dadurch kann man mehr Qualitätsstufen übrig haben und dass man hier die Chance dann irgendwie von 95% auf 98% erhöhen kann, darauf kommt es dann meistens gar nicht mehr so sehr an. Ja, das war dann auch schon alles zur Begabung. Im Prinzip funktioniert es relativ simpel. Es ist leider etwas zu teuer für das, was es tut. Aber man kann damit auch auf jeden Fall was anfangen und es hilft einem einfach auch ein besseres Gefühl beim Würfel zu haben. Das war es auch schon zu diesem Thema. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, damit ich das auch mitkriege. Abonniert den Kanal für weitere solche Videos. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Vorschläge, welche Themen ich sonst noch bei Zahlenspiele behandeln sollte, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Bis dann, euer Nicknack.